Schön, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier wieder mit einem Replay und da geschickt von Oberwagboss aus meinem Clan und auch schön, dass sie einen Zug gebildet haben, also lauter Clanmates von mir. Und aber ausgewählt habe ich das Ganze wegen seinem Panzer und dem PZ Hydro, PZ 4 Hydro, Panzerkampfwagen 4 Hydro, whatever, wie man den auch immer betiteln will, den gibt es natürlich sehr selten, beziehungsweise gab es sehr selten damals, zum Beispiel bei Razer, ich glaube Razer war es, ja, ich glaube Razer war es, mit einer Maus in Kombination. Ich habe sogar die Maus, ich schaue gerade drauf, also ja, es ist die Razer Death Adder gewesen. Und da gab es dann den Code für eben diesen Panzer. Der Panzer selber, den darf man jetzt nicht überschätzen, also er braucht definitiv ja, eine gute Zuwendung, sag ich mal. Aber er ist trotzdem wirklich ein optisch schicker Panzer natürlich. Die Basis ist ja bekannt. So, jetzt hat er den ersten aufgemacht. Churchill, 4 Sekunden Reload, ist ganz beachtlich. Er hat auch eine ordentliche Sichtweite, sieht man unten ganz schön am der Minimap. Hat er gut vorgehalten. Macht er schön, nimmt den Churchill schon mal sehr, sehr viel HP weg. Churchill kann nichts machen, fahrt hier einfach weiter und ja, bis auf 100, was hat er noch? 141 HP, also ganze 559 weggeschossen. Muss ich ja gleich mal gucken, wo er hier steht. Schön, da hier den Busch auszunutzen. Ist natürlich dann durch den hier auch gedeckt. Eine gute Stelle, muss ich mir selber merken. Kenne ich, habe ich so noch nie selber genutzt. Hat natürlich auch mit dem Scherenfernrohr genau das richtige Werkzeug für eben seinen Spielstil hier dabei. Ansonsten Elvis in der Grille, soll von hinten reinhalten. Und der Klausen macht scheinbar drüben die andere Seite. In seinen normalen Panzerkampfwagen. Bekommt aber schon die ersten Hits und ist auch direkt weg. Ja, Klausen, für ihn war es doch wohl ein sehr kurzes Spiel. So, und jetzt ist hier der erste offen. Ist er abgeprallt? Also die Kanone selber vom Durchschlag. 110, 158 mit Premium und mit HE 38. Also ja. Ach, da kommt er, kriegt er den. Aber er schaut gar nicht auf ihn, das heißt, er kann jetzt hier in Ruhe enden. Kriegt jetzt den ersten Hit. So, noch ein. Oh, 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 oh. Jetzt kommt einiges rein. Muss er aufpassen, wie gesagt, weil viel abhalten tut er definitiv nicht. 3 zu 9 für den Gegner. Okay, 5 zu 9. Aber trotzdem nicht schön, weil im Gegnerteam sind auch wirklich gute Spieler. Man sieht gerade, die T-67 sind sehr, sehr ordentlich. Schöner Schuss. Schön schnell weggemacht. Einer der starken, bösen T-67-Gegner ist damit weg. Oh, auch der, kein leichter Schuss, gerade weil er in der Rückwärtsbewegung schon wieder war. So, er bleibt hier natürlich erstmal in der Mitte, will hier seinem Team noch etwas Sicht geben. Jetzt ist der Lux auch noch tot, also jetzt ist wirklich effektiv noch gesehen, zwei Kampfpanzer und eine Arti. So, er lässt die Arti jetzt erstmal hier gewähren, hat man gerade gesehen, er war schon auf sie eingezielt. Jetzt der PZ, er muss aufpassen. Er stellt sich jetzt, glaube ich, auch um, dass er nicht wieder von der Arti hier getroffen wird, weil natürlich AMX 13 AM. Oh, jetzt kriegt auch direkt da noch einen Hit. Pass auf, hinter dir! Er hat hier. Er will jetzt die Arti weghaben. Arti ist weg, jetzt ist der PZ da hinten offen. Und irgendwas schießt auch von da drüben noch. Da ist doch was. Hinten kommt ein M5 gerade durch. Schau mal, ob er auf ihn umschmeckt. Nee, der M5 interessiert ihn jetzt nicht.
So, da ist der PZ wenigstens mal weg. 4 Kills, 1400 Schaden. Muss man aber auch erstmal machen im Tier 5 Gefecht. Beziehungsweise mit einem Tier 5 im 5er-4er Gefecht. Da hat er nicht viel Silhouette. Oh, da hat er ihn noch getroffen. Und jetzt den kriegt er. Ja, schön. Der M5 macht hinten wirklich nur den Spot. Das sieht man ganz schön. Also auch gerade die Grille wurde vom D2 zerstört. Der wird wahrscheinlich irgendwo auf der 1er-2er Linie gastieren. Und der M5 muss natürlich weg. Gerade in dieser Bewegung nicht einfach. Schöner Hit. So, noch ein. Komm, mach ihn. Ja, schön. Oh, da ist der D2. Aktuell 6 Kills, also den Krieger hat er sich mehr als verdient aktuell. Die Frage ist natürlich nur, kann er es noch rumreißen? Der D2 ist auf jeden Fall ein One-Shot. Und, ja, nice. Da macht er den 7. Aktuell schon 1900 Schaden. Das ist auf jeden Fall beachtlich. Oh, jetzt ist er... Oh, Panzer selbst Baller Fette. Jetzt ist er auch offen. Jeder weiß, wo er ist. Schnell zurückziehen. Arti. Alles noch im Spiel. Der KV-1 bei ihm im Team, der zieht da unten seine einsamen Runden gefühlt. Also der müsste jetzt auch mal langsam ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dass Oberwag-Boss hier dementsprechend etwas entlastet wird. Panzerfette ist am Drehen. Die macht auch ordentlich Schaden. Oh, Gott sei Dank verfehlt. Weil die würde ihn mit einem One-Shot rausnehmen. Oh, jetzt hat er Glück gehabt. Der PZ schießt auch noch. Aus der Bewegung heraus. Gut, das sieht man, das ist ein Video aus 095. Da ist es noch etwas leichter gewesen. Aber trotzdem 2390 Schaden. 8 Kills. Also definitiv kann man ja sagen, Best Man of the Game. Macht mich auch ein bisschen stolz, so solche Leute im Clan zu haben, um ehrlich zu sein. Schön, dass so gute Spieler auch sich in einem Fun-Clan bereit erklären, mitzugestalten und mitzumachen. Und in letzter Zeit, und da auch nochmal ein kleines Nebenwort, sehr, sehr viele neue Abonnenten auf meinem Kanal, sehr viele aktive. Freut mich wirklich sehr und es ist schön, dass ihr auch das immer honoriert, dass es hier Bonuscodes und sowas gibt und einfach ein geiles Feedback da lasst. Also an dieser Stelle vielen Dank an alle bestehenden Abonnenten. Danke. Aber sei es drum, jetzt schauen wir uns doch noch, ob er es hier noch wuppt oder ob er doch noch in letzter Sekunde gestoppt wird auf seinem Metzelmarathon. Die Arti ist rechts von ihm, fahrt gerade weg, besser geht's nicht. Erster Schuss, zweiter muss noch sitzen, aber der dürfte keine, ja. 9 Kills. Jetzt ist nur noch die Frage, one and one. PZ, S35 gegen den Hydro. Pass auf, 10 Kills dir möglich gegen den möglich ersten Kill. 5 gegen 3. Dacker Power gegen Oberwag-Boss. Der Showdown dürfte gleich beginnen. Da unten ist er. Da trifft er, da trifft er nur die Kette. Jetzt schießt er mit Gold, aber das ist zu spät. Da ist er weg, da macht er die 10 voll. 2771 Schaden. Absolut nice. Schönes Spiel, diesen Schaden im Tier 5 anzubringen. Das gelingt einigen noch nicht mal im Tier 10. Richtig geil. Mich hat es sehr gefreut, dass du das Replay eingeschickt hast. Ich hoffe, euch hat der Panzer gefallen und dementsprechend eine Seltenheit wie immer auf diesem Kanal. Ich wünsche allen anderen sonst noch viel Spaß. Bis bald. Gibt's wieder was natürlich und macht es gut. Tschüss.